Space Engineers. Kennen wir alle, lieben wir alle. Und vor allem, was wir am meisten mögen, also ich zumindest, für mich, ist der Game Loop. Das heißt, ihr spawnt in einem Droppod, ihr baut euch eine Base. Und wenn ihr eine Base habt, dann baut ihr euch vielleicht ein Schiff. Und wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr eigentlich losgehen und Krieg führen. Aber jetzt stellt euch mal vor. Stellt euch nur mal vor. Ihr habt kein großes Schiff. Und ihr habt auch keine große Base. Was macht ihr dann? Richtig, ihr baut nur Small Grids. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Miniserie in Space Engineers, in der ich mir mal gedacht habe, was wäre, wenn ich baue keine Small Grids. Ich baue keine Large Grids, gar keine. Ich baue alles in Small Grid. Keine Basis, kein Schiff, nichts. Alles nur mit Small Grid. Und ich habe natürlich auch entsprechend, entsprechend NPCs hinzugefügt. Und ihr könnt diesen Start mit diesem Rover selbst spielen, findet ihr in der Videobeschreibung. Was wichtig ist, wenn ihr startet, ihr seht, ich habe da so ein paar GPS-Markierungen, die ganz merkwürdige Werte daneben stehen haben. Diese GPS-Markierung findet ihr hinten rechts, oder auch nicht. Nein, stimmt, hinten rechts findet ihr Futter und Trinken. Ja, ihr müsst was essen und was trinken hier. Einige werden mich für dieses Modpack hassen. Ich weiß. Im Sitz, natürlich, findet ihr die GPS-Marker aller Planeten. Uranus, Mars, Erde, Venus, Jupiter, Merkur, Saturn und Neptun. Und ja, wir sind in einem Sonnensystem mit einer echten Sonne. Und ihr seht, wie dunkel es hier ist. Es ist Tag. Da oben, da. Da ist die Sonne. Die ist nicht groß, aber wir befinden uns auf einem Mond von Uranus. Wir sind weit weg von der Sonne. Und mein Ziel ist es, auf jeden verdammten Planeten, also auf jedem landbaren Planeten, weil Uranus ist ein Gasriese, da kann man nicht landen, einmal zu landen und etwas zu hinterlassen. Was weiß ich, machen wir ein LCD mit einer Windturbine drauf. Ich kann Blöcke platzieren. So ist es nicht. Jetzt muss ich nur noch eins checken. Moment. Genau. Okay, es funktioniert. Ich hatte gerade noch den Kreativmodus an, deswegen. Also ihr könnt Small Grid Blöcke platzieren. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt auch Large Grid Blöcke platzieren. Ich werde mir die Regel stellen, keine zu platzieren. Allerdings, was ihr nicht könnt, ich klicke. Ihr könnt keine Large Grid Schiffe bauen. Das macht der Mod All Large Grid Static. Und ich finde das sehr großartig, dass man das nicht kann. Large Grid Schiffe ist nicht. I'm sorry. Deswegen müssen wir alles mit Small Grid machen. Deswegen haben wir auch entsprechend viele Mods hier drauf. Wir haben das Small Ship Mega Pack oder wie das heißt. Und eine Menge anderem Kram, inklusive Laserbohrer und was weiß ich. Also ich habe hier... Ja, ich weiß. Ich habe eine Menge Mods hier drauf. Und ich werde vermutlich jeden davon brauchen. Weil, naja, ich habe auch ein paar Kanonen. Weil ich kann keine Large Grid Turrets bauen. Geht nicht. Weil geht nicht. Und ich habe auch ein paar hinzugefügt, die ich unbedingt ausprobieren will. Leider auch das Beam Multitool, bis ich gemerkt habe, dass es das nicht in Small Grid gibt. Naja. Diese Serie wird etwas regelmäßiger kommen. Die Folgen werden auch nicht allzu lang. Das ist was so, was ich zwischendurch kurz auf die Schnelle aufnehmen kann, schnell schneiden. Ja, seht ihr, wir haben zum Beispiel auch Medium-Batterien. Also ein bisschen Fancy-Zeug. Ich habe ein bisschen was hinzugefügt und ich habe gedacht, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und ihr könnt das auch ausprobieren. So wie ihr wollt. Warum hier viele Handwaffen drin sind, werdet ihr sehen, die werden wir brauchen. Okay, das heißt, wir starten mit diesem kleinen wundervollen Rover mit dem wundervollen Survival-Anhänger. Und ich bewege mich vermutlich am besten von diesem Thunderhawk mal weg. Und das wollte ich nicht. Mach mal meine ganzen GPS-Punkte aus. Wer übrigens fragt, wie das hier funktioniert, dass ich hier Ordner habe, das ist ein Plugin. So. Die alle mal aus, weil hier weg kann ich jetzt eh noch nicht. Wir bewegen uns am besten Richtung unbekanntes Signal. Vielleicht gibt es ein bisschen was zu essen.
Und dann schauen wir doch einfach mal, dass ich ein bisschen vorankomme und, naja, ein bisschen mehr habe als nur einen Rover mit einem Anhänger. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich Space Engineers geöffnet habe seit dem Signals Update. Das habe ich noch gar nicht benutzt. Warum? Du hast die Handbremse angezogen. Warum hattest du dann nicht angehalten? Ein Regenbogen-Welder. Yay. Okay, ich hatte einen Lag. Warum hatte ich einen Lag? Ich sehe, warum ich einen Lag hatte. Ihr seht es auch, da hinten. Es bewegt sich. In schwarz. Ganz klein. Genau da. Und ja, wir haben hier übrigens eine echte Sonne. Also das ist ein Real Star. Das ist eine Sonne. Die verhält sich ein bisschen merkwürdig, wenn man von Planet zu Planet springt. Das ist leider so. Mal gucken, ein besseres Schweißgerät. Nice. Wenn ich cool bin, bin ich intelligent und benutze das gleich. Und werf den anderen Kram mal hier rein. Genauso wie meine andere Flex. Die brauche ich nämlich nicht. Ja, die verhält sich manchmal ein bisschen merkwürdig, aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass die Sonne, da wir weit weg von der Sonne sind, weit weg ist. Und ja, ihr hattet die Maßeinheit gesehen. Das waren Lichtsekunden. Also circa, grob über den Daumen, 300.000 Kilometer ist eine Lichtsekunde. Und ja, wir sind über 300.000 Kilometer weg. Dieses Sonnensystem, wenn ihr nur mit diesem Sonnensystem anfangen wollt, dieses Sonnensystem gibt es im Workshop. Das habe ich aus dem Workshop raus. Das ist das Real Solar System 1 zu 40. Ist ein sehr großartiges Pack. Da sind eine Menge Planeten drin. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen irgendwo hin, wo es Gestein hat. Ich muss mal mein Survival Kit befüllen. Dann sollten wir das Teil mal so weit upgraden, dass ich einen Erzdetektor habe und vielleicht ein bisschen Magnesium finde, um mir Munition zu machen. Weil ich vermute, früher oder später bekomme ich ein bisschen aufs Fressbrett. So, das meine ich mit, die Sonne verhält sich komisch. Wenn ich ein bisschen mit der Kamera rausscroll, wird's heller. Wenn ich reinscroll, wird's wieder dunkler. Das ist ein bisschen, ja. Aber mein Gott, ich sag mal, das ist nichts, woran man stirbt. Komme ich da hoch? Oder fahre ich... Ah, nein, ich fahre... Wow. Nicht gut. Ich fahre davor. Ich will nicht steil den Berg hochfahren. Das ist nicht gut. Ja, aber ja. Wir sind auf dem Vanilla-Planeten Triton. Allerdings sind wir in der Umlaufbahn von Uranus. Und wie man weiß... Ich hoffe, ich habe Uranus und Neptun nicht schon wieder verwechselt. Das kommt... passiert mir doch hin und wieder. Wir sind recht weit außen im Sonnensystem. Und ich hätte nicht so schnell fahren sollen. Aber hier haben wir Gestein. Und das werde ich, wenn ich nicht umfalle, ausnutzen. Aber ich finde das hier eigentlich gerade ganz gut. Park mal hier. Oh, und du gehst mir mit deinem Fuel laufen. Keks. So. Schnappen wir uns mal ein bisschen Gestein. Füllen mal das Survival Kit. Verpassen dem Ding mal ein, zwei Upgrades. So, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, ja, aber Jan, Small Grid, Raffinerien, Assembler, das gibt's doch alles gar nicht. Doch. Das Small Ship Mega Modpack fügt im Grunde eine ganze, hier, Small Ship Pack, das fügt so viel Small Grid Zeug. Auch eine Medbay hinzu, große Türme. Das ist alles da. Und unter anderem auch Raffinerie und Assembler. Und das ist so ziemlich das Erste, was ich eigentlich machen will. Eine Basic Refinery oder zwei. Aber die gibt's nämlich jetzt in... Die gibt's nur in so klein? Ach nein, das ist der falsche Block. Okay, Moment. Ich mache erstmal meine Leiste hier. So, sagen wir mal die Basics hier. Auf die 4 kommt nachher eine Waffe. Also, wo ich eigentlich hin wollte, ist hier. Ach genau, ja, okay. Die gibt's nur in winzig. Die gibt es tatsächlich nur in winzig. Und ihr seht jetzt schon, die Basic Refinery braucht zwei große Stahlrohre. Die ganz kleine. Die kann ich so gar nicht bauen. Interessant. Ich kann den... Echt jetzt? Okay. Ach, jetzt machst du es. Basic Assembler. Den Basic Assembler gibt es nicht in klein. Das heißt, ich muss sofort den großen bauen. Okay, aber den kann ich mit dem Survival Kit herstellen. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Aber, oh mein Gott, ich hatte mal mit so einem kleinen, also mit so einem Small Ship Modpack gespielt.
mit meiner Frau damals in der ersten Coop-Serie. Allerdings, wie man sieht, hat sich da ein bisschen was geändert. Und das gibt's jetzt alles nur in winzig. Und yeah. Das heißt, ich klatsche mir jetzt hier einen Assembler hin und bekomme wahrscheinlich gleich einen Schock, wie ultra langsam dieses Ding ist. Wisst ihr, wie viele Assembler ich dann brauche? Oh Mann, das wird unangenehm. Aber ich habe einen Assembler. Und der Assembler kann nämlich ganz, ganz viele Dinge herstellen. Das ist großartig. Und ja, wir haben auch Schilde. So ist es nicht, weil die werden wir brauchen. So, was ich jetzt gerne hätte, wäre einen besseren Bohrer. Jetzt gucken wir gleich mal, wie... Oh, das geht eigentlich. 140 kW braucht der. Production Speed 25%. Oh Mann. 25% ist nicht viel. kann ich Upgrade-Module bauen? Moment. Oh Mann, was habe ich mir hier angetan? Ich hab das natürlich, man kennt mich, nicht so richtig ausprobiert. Brauche ich Stahlrohre. Und du lässt mich das nicht so richtig yield. Power Efficiency, genau. Ein Power Efficiency, ein Speed, würde ich mal sagen. Das kriege ich da nicht rein, weil hier der Stuhl steht. Aber den Stuhl brauche ich nicht. Sind wir ehrlich, den Stuhl hier brauche ich nicht. Das heißt, ich gebe dem Ding jetzt ein Speed-Modul und ein Stromsparmodul. Und ja, der Assembler sollte einfach so zum einen alles produzieren können und zum anderen sorgt es dafür, dass Blöcke, die eigentlich nicht durch kleine Conveyor gehen, durch kleine Conveyor gehen. Das ist ganz gut, weil sonst wäre das natürlich vollkommen unspielbar. So, jetzt sind wir bei Production Speed 125%. Jetzt ist das Teil schon schneller als ein Vanilla Assembler. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und jetzt sollte das Teil auch nicht mehr Unmengen Strom verbrauchen. Richtig, 187 kW. Und ist ein bisschen schneller als ein normaler Assembler. Jetzt komme ich damit klar. Das heißt, habe ich noch genug Material, um gleich eine kleine Raffinerie zu bauen? Moment, ich check das. You need steel plate. Ja, ich weiß. Okay, jetzt muss ich nur noch dem Survival Kit beibringen, dass es nicht produzieren soll. Das bekomme ich auch noch hin. Use Conveyor System off. Ja, doch die Arbeitsgeschwindigkeit vom Assembler geht klar. Es ist nicht ganz so schlimm. Bam! Ich habe eine Mini-Raffinerie, die 120 kW braucht und eine Raffiniergeschwindigkeit von 7% und eine Yield Rate von 60% hat. 7% Raffiniergeschwindigkeit. Ist das ein Joke? Das heißt, ich muss eigentlich recht zügig auf eine große Raffinerie umrüsten. Ich will wissen, wie viel... Oh Gott, 125 Liter, da passt ja nichts rein. Oh boy, ist das Ding langsam. Oh Mann, das ist richtig langsam. Gut, es braucht 120 kW, aber ich brauche eine große Raffinerie mit Upgrade-Modulen. Weil sonst, ja, ne? Ihr versteht, was ich meine. Mann. Huch, und was habe ich jetzt geflext am Survival Kit? Okay, ich plane auch gleich noch eine Raffinerie, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Weil sonst werde ich, glaube ich, wahnsinnig. Raffinerie groß. Ich könnte sie mir noch nicht leisten, die ist teuer. Aber dann plane ich, glaube ich, noch eine zweite Basic mit ein. Die klatsche ich mal hierher. Sonst, ja. Ihr seht, was ich mir angetan habe. Es ist vollkommen dämlich. Aber ich denke, das könnte ganz lustig werden, in Small Grid ein großes Schiff zu bauen. Also so ein richtig großes. Und wenn ihr das auch probieren solltet und ihr habt irgendein richtig cooles, großes Schiff gebaut, seid doch so nice und schickt's mir. Weil mich würde das echt jucken, was ihr so baut. Assembler, Basic Refinery. Der Assembler hat auch kaum Platz drin. Oh mein Gott, das ist managementseitig, wird das eine andere Hausnummer. Im Survival Kit liegt auch noch Material, aber nicht genug. So, wirf das alles mal hier raus. Okay, zwei einfache Raffinerien. Ich nehme jetzt nochmal, wenn er mir was gibt, nochmal eine Ladung Steine. Und guck mal, ob ich noch einen Erzdetektor hinkriege. Das wäre nämlich jetzt eigentlich
ein Träumchen noch einen Erzdetektor hinkriegen. Und dann muss ich im Grunde Erze tracken, weil ich brauche mehr als nur Gestein. So. Ohrdetektor. Das sind übrigens ganz normale Erzdetektoren. Da ist nichts gemoddet, da ist nichts verändert. Ich habe keine Energie mehr. Ups. Das war definitiv nicht der Plan. Komm, das muss jetzt voll reichen. Yay. Erzdetektor. Ich habe doch auf der anderen Seite Platz geschaffen. Und da kann ich nämlich mich langsam aber sicher auf den Weg machen. Genau, ich habe doch hier Platz geschaffen. Dann machen wir doch einfach mal hier rein. Weil Dinge finden sollte ich. Eisen, Nickel, Silizium, Kobalt und Magnesium. Magnesium wäre relativ wichtig. Okay, das heißt, Handbremse los und langsam, vorsichtig hier durch, ohne irgendwas kaputt zu machen. Weil dieser Rover ist alles, was ich habe. Und ich würde mich einfach mal Eisen. Ich habe Eisen gefunden. Das war einfach. Bleibst du bitte stehen, Anhänger. Danke. Ich habe Eisen gefunden. Das ist sehr gut. Dann werde ich mich gleich mal ein bisschen Eisen mitnehmen. Weil ich denke, eins der ersten Upgrades, die ich machen sollte, ist das Teil größer. Dass ich ordentlich Cargo drauf kriege und große Raffinerien. Am besten zwei. Und zwei oder vier Assembler. Und dann das Ding Stück für Stück in Richtung eines Schiffs bauen. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich so schnell von hier schon weg will. Oder ob ich erst einen Rover baue, den ich früher oder später dann zu einem Schiff umbaue. Folgender Hintergrund. Wir haben so viele NPCs, dass das unangenehm werden könnte. Hier sollte Eisen sein. Hier ist kein Eisen. Da ist Eisen. Erzdetektor, du bist ein bisschen betrunken. Aber es ist okay. Ich nehm's. Huch. Okay. 5,2 Tonnen Eisen. Ja, ihr habt gesehen, wir haben auch ein bisschen größeres Inventar. Ein bisschen. Nicht viel, aber du fängst an zu rutschen. Warum? Oh boy. 28,39 Megagramm. Warum zeigst du nicht einfach Kilogramm an? Bist du ein bisschen betrunken? Ich rutsche hier den Berg runter. Hier ist alles schmierig. Die Handbremse ist angezogen. Ich meine ja nur. Oh Mann. Lass mich mal hier noch ein bisschen Stuff einstellen. Height Offset. Du bekommst erstmal mehr. Stärke bekommst du minimal mehr. Bisschen mehr Grip. Aber nur ein bisschen. Und ihr bekommt auch mehr Height Offset. Die Stärke 30 würde jetzt reichen. Das ist okay. Habe ich genug Grip, um rückwärts zu fahren? Nein, habe ich nicht. Habe ich genug Grip, um kurz stehen zu bleiben? Habe ich. Okay. Wir produzieren Eisen. Medium Cargo Container. Da ist einer drin. Das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir zumindest einen Cargo Container zur Verfügung. Vorerst. Deswegen meine ich muss das relativ schnell ausbauen, weil ihr wisst, wie viel Cargo ich normalerweise brauche. Das muss ich alles über Small Grids abbilden. Das wird schwierig. Das wird sau schwierig. Und das ist eigentlich das, was ich daran so mag. Ich muss mal umdenken. Und ja, die Serie geht so lang, bis ich auf jedem Himmelskörper war und da was stehen lassen habe. Ich will einfach mal ein bisschen, einfach mal Quatsch machen. Und deshalb fahren wir jetzt mal weiter und gucken mal, ob wir hier von dem Hang ein bisschen runterkommen. Ein bisschen unten auf die Gold. Oh Mann, der Anhänger ist zu schwer. Hier war Gold. Ach stimmt, Vanillaerze. Vanillaerze. Ich muss mir eigentlich gar keine Gedanken machen über Gold und Silber, weil das gibt's hier auf dem Planeten. Wir sind auf Triton. Triton hat Erde, also Earth-like Erze. Deswegen chillen. Alles entspannt. Lichter. Batterie hat noch 80%. Das ist im Moment okay. Wo ist die Sonne? Sonne ist woanders. Das heißt, es ist jetzt gerade Nacht oder sowas? Das weiß doch keiner. Moment. Das habe ich aber gesehen. Magnesium, Silizium, Nickel. Alles auf einem Haufen. Das ist absolut großartig. Und ich stehe schon wieder an einem Hang. Aber Silizium, Magnesium, Nickel ist
Hätte nicht besser laufen können jetzt. Ich hole da auch mal ein bisschen. Okay, wir haben ein Inventar voll Nickel, wir haben ein Inventar voll Magnesium. Bisschen mehr als ein Inventar Magnesium. Und ich merke schon, mir geht langsam aber sicher Cargo aus. Und ich muss mal überlegen, wie ich das mache. Mach mal das Gestein weg. Oh Mann, das dauert. Das dauert richtig. Wie sieht's denn waffenseitig aus? Was könnte ich denn relativ einfach herstellen? Beziehungsweise, was brauchst du? Was brauche ich wo für Magazine? Ah, T64 Rifle. 5,56 mm mal 30. 5,56 mm mal 30. Das hier. 2, 3, 4, 5. Mach mal 5 Stück. Das sollte ich mir relativ zügig leisten können. Und eine Arkade dazu. Hör auf, dich zu bewegen. Bisher ist noch nicht viel los. Vielleicht habe ich Glück und ich komme irgendwo auf eine Ebene, wo es Eisen hat. Und dann muss ich als allererstes aus dem Rover mit Anhänger, muss ich einen großen Rover machen. Mit Anhänger, weil ich sehe sonst nicht irgendwie, wie ich das machen soll. Das wird blöd. Das wird saublöd. Okay, ich habe eine Waffe, die nicht so richtig ein Holosight hat, aber okay. Kann mal schießen. Kann mal schießen. Schießen ist gut. Damit sollte ich 42 Megagramm. Sollten 42 Tonnen sein, oder? Ich weiß nicht, warum er das in Megagramm anzeigt. Oder sind es Milligramm? Nein, Milligramm ergibt keinen Sinn. Und ach ja, Wetter. Wir sind auf Triton. Ich guck mal, ob ich das Ding runtergebremst kriege. Ich will mal kurz was checken. Ich nehme euch mal da kurz mit. Mod-Settings. Nein, nicht da. Dann hier. Bildinfo. F2. Mod-Settings. Bildinfo. Wir haben doch hier. Genau. Mach das mal zu. Irgendwo steht doch auch Kram. Mit Sicherheit. Bindings, ja. Oh, boy. World-Settings. Und Mods. Es sind 50. Es sind 50 Mods. Nur, dass wir das auch mal geklärt hätten. Textbox, Block Overlays, HUD. Toolbar? Irgendwo muss doch was stehen, wie ich die Maßeinheiten, weil das ist, glaube ich, von Bildinfo verändert. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, hier. Mass Stat Override. Gibt's Real Kilogramm. Also in dem Fall 42.341 Kilogramm. Vanilla, 42.000 Kilogramm. Oder Real Custom Suffix. Wo auch immer man den verstellt. Das ist mir noch nicht klar. Weil hier kann ich auch die Schrift anders einstellen. Was ich irgendwie äußerst cool finde. Aber ich hätte mal Real Kilogramm. Damit kann ich nämlich ein bisschen mehr arbeiten als mit Megagramm. Weiß nicht, was das soll. Aber ja, ich habe es gefunden. Unter HUD. Da findet man so coole Sachen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt ein ordentliches Gewicht. Wir haben noch 55 Minuten Strom. Damn, Strom. Wir müssen uns um Strom kümmern. Wir müssen uns um Rover-Upgrades kümmern. Ja, wir sollten Dinge tun. Ich muss mal wohin, wo es richtig flach ist. Und wo man vielleicht auch was sieht. Weil das ist eigentlich momentan das Hauptproblem. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob hell oder dunkel. Theoretisch dürfte es Nacht sein. Aber es ist alles eher unklar, wo man sich gerade befindet. Das ist ja kacke, wenn man so weit weg von der Sonne ist. Aber ich will jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, ist da unten Eisboden. Also eben genug, um aus Rover und Anhänger eins zu machen. Ich denke, das ist momentan Silizium, Magnesium, Eisen. Wow, da kam ein Hügel. Habe ich zu spät gesehen, war knapp. Aber ich fahre hier mal weiter runter. Ich will nur nicht zu schnell werden, weil man sieht relativ offensichtlich nicht viel. Und dann muss ich auch definitiv einen Wasserstoffmotor bauen. Weil Silber und Kobalt. Silber und Kobalt. Ich muss mal ein Stück rückwärts fahren. Weil mit Silber kriege ich eine Medbay hin. Dann kann ich das Survival Kit da hinten rausreißen.
Und Kobalt, naja, Kobalt eben. You discovered Junkers. Light Airship. Okay. Lassen wir das Light Airship leiten. Das sollte mir egal sein, solange es mir nicht zu nahe kommt. Hier. Silber, Kobalt, Nickel, Silizium. Mega gut. Und was liegt hier? Steine. Die sind mir vorher den Berg runtergerollt. Deswegen liegen hier Steine. Ich sammle die mal ein. So, wie verbinde ich Front und Heck optimalerweise? Jetzt würde ich mal Folgendes tun. Die Kolben auf den Boden. Das Ganze verriegeln. Und dann machen wir hier ein Lock. Und hier ein Lock. Wenn ich das nämlich so mache, und dann gehe ich in die Kolben und sage Maximum Distance 2 Meter, dann sollte das hoch genug hängen, dass ich hieran arbeiten kann. Denke ich. So, Moment. Dann machen wir das mal raus. Verbunden ist Front und Heck, ja. Die Kamera brauche ich dann auch nicht mehr. Was aber definitiv Sache ist, ist, ich muss das hier irgendwie gemerged kriegen. Das wird toll. Das wird richtig toll. Ich brauche 2 Stahlplatten. Oder 3 oder 4 Stahlplatten. Und dann können wir mal gucken, ob er mich das machen lässt. Aber so wie es aussieht, könnte das funktionieren. Und dann könnte ich den ganzen Bock ein bisschen breiter machen. Weil momentan hängen die Räder an einer Reihe Blöcke. Das ein bisschen breiter wäre cool. Und fliegt es mir gleich um die Ohren? Nein. Sound is broken. Aber das nehme ich jetzt hin. Broken Sound nehme ich jetzt im Moment mal hin. Weil es hat funktioniert. Okay, das heißt, ich hätte hier gern ein bisschen größere Reifen. So, dann lass mich doch mal gucken. Der Rear Connector, der ist voll. Wenn ich hier mal alles rausnehme, habe ich dann noch ein bisschen Platz im Inventar. Ein kleines bisschen. Ein kleines bisschen habe ich noch. Inventory full. Okay, ich lasse es mal kurz. Inventory full. Ich weiß. Ich weiß. Inventory full. Lass mal ein paar Teile fallen. Mir bleibt halt im Moment nichts anderes übrig. Und wir machen mal einen weiteren Medium und einen großen Cargo-Container hier hin. Okay, machen wir mal ein bisschen Platz. Das ist ganz gut. Na komm. Okay, Medium Cargo dann. Das heißt, der Assembler produziert fleißig, doch es funktioniert. Und das heißt, das Ding bekommt im Moment mal 3 oder 4 Achsen. Ich tendiere zu 4. Ich erkläre euch auch gleich, warum. Wenn wir hier ganz hinten anfangen. Ja gut, ich baue erst Stahlplatten. Aber dann bekomme ich hier 2 Achsen hin. Am Abstand bekommt vorne 2 Achsen hin, hätte aber kein Problem, den nach hinten noch zu verlängern. Ich muss damit jetzt am Anfang mal leben. Irgendwas ist hier komplett durcheinander. There we go. Okay, das heißt 2 Medium, 1 großer Cargo. Denke, das sollte besser gehen. Im Moment. Dann benötige ich ein paar Stahlplatten und dann können wir nämlich mal gucken. Gehen wir ein paar Stahlplatten. Also wenn wir jetzt hier da anfangen. Das habe ich erwartet. Wheel could not be placed. Das habe ich ja sowas von erwartet. Okay, wir machen mal das Ganze ein Stück breiter. Das heißt, wir gehen hier raus. Reicht das? Ja, müsste. Okay, platziert die Räder hier nicht. Ist jetzt im Moment kein Weltuntergang. Das kann man alles gleich noch fixen. Das ist viel zu nah beieinander. Ist das nicht schön? Okay, 2 Räder hinten und vielleicht, aber nur vielleicht, machen wir jetzt was viel intelligenteres. Wir machen vorne mal nur eine Achse. Nämlich hier. Ist das breit genug? Ja. Breite und Höhe passt. Das ist gut. Tada! Ich habe Reifen. Sehr gut. So, nach der Misere vorhin bin ich jetzt wieder ungefähr an der Stelle, an der ich auch vorher war. Jetzt allerdings kann nichts passieren und ich erkläre euch auch gleich warum. Ich weiß, warum das vorhin so unfassbar schief ging. Denn ich hatte nach dem Verbinden, also ich habe jetzt hier den Verbinder jetzt durch einen Medium Cargo ersetzt und ich habe die Scharniere durch Cargo-Leitungen ersetzt.
Und jetzt kommt nämlich der große Punkt. Die Scharniere waren gelockt bei 1, hau mich kaputt Grad und nehmen nicht auf 0. Und deswegen ging das so bösartig schief. Und da ich kein Autosave anhatte, wieso auch immer, durfte ich jetzt alles nochmal machen. Also es ist jetzt fast alles so wie vorher, bis auf den Punkt, dass ich momentan nicht weiß, wo das Silber ist. Das heißt, ich stelle jetzt meine Fahrwerke ein, weil die hängen momentan ein bisschen tief. Und dann suchen wir noch das Silber. Moment. So, Fahrwerke eingestellt. Ich kann jetzt das Ding auch ordentlich bewegen. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo das Silber und das Kobalt abgeblieben ist. Ich glaube, ich war irgendwo hier. Ich glaube. Ha, hier. Silber, Kobalt. Das sind die zwei Dinge, wegen denen ich hier bin. Das heißt, ich park hier noch und dann gehe ich am besten gleich mal ein bisschen Kobalt holen. Weil das Raffinieren von Kobalt ja relativ lang dauert. Und dann hole ich auch gleich noch ein Inventar voll Silber. Und ja. Ja, das mache ich jetzt mal. Halt, nein, ich mache mir vorher... Ich hatte doch noch einen besseren Bohrer, ne? Ach, Moment. So, jetzt habe ich ein bisschen Kobalt und Silber geholt. Ein bisschen. Muss ich wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr holen. Die einfachen Raffinerien gehen mir im Moment etwas auf die Nüsse. Das heißt, ich werde jetzt sofort zwei große Raffinerien planen. Die sind nicht so teuer, aber ein bisschen. Ich hoffe einfach nur, dass die deutlich schneller sind wie, naja, die kleinen. Und deutlich effizienter. Aber da kann ich ja mit Modulen das Ganze wenigstens auf die Geschwindigkeit einer nicht geupgradeten Raffinerie aufbauen. Weil, ja, mit den Mediums, mit den ganz kleinen, das wird nichts. Okay, der kleine Assembler produziert. Wäre auch die Idee, ob ich den Assembler umziehe und zwei daraus mache. Nach hier unten. Dann hätte ich hier seitlich Platz für Wasserstoffmotoren, weil ich brauche Strom. Ich habe nämlich nicht mehr viel Strom. Ich habe noch 30 Minuten Strom. Okay, ich hole noch mal ein bisschen Kobalt und dann sollte meine Raffinerie soweit fertig sein. Hoffe ich. So, Okay, wenn die Sonne voll untergeht, sieht das schon äußerst fancy aus. Mir gefällt das. Das ist nochmal eine ganze Menge Kobalt. Das Survival Kit macht... Warum? Ach, das hatte ich noch nicht umgestellt, ne? Das ist was ich hasse, dass das Survival Kit sich hier einmischt. Würde auch erklären, warum alles so langsam ist. Weil der Assembler ist, auch wenn er nicht schnell ist, er ist schneller als das Survival Kit. Ich werde jetzt gleich mal so weit gehen und nur mal Blöcke platzieren, um zu planen. Ich mache da und drüben einen Assembler hin. Zwei Stück mit jeweils einem Speed-Modul und einem Stromsparmodul. Weil die sind dann beide, ne, so schnell wie das eine jetzt. Nur ich denke, damit sollte ich eine Weile klarkommen. Auch wenn das... mir fällt gerade auf, das Stromsparmodul, also das Mini-Stromsparmodul, braucht nicht mal Energiezellen. Das ist gar nicht so schlecht. I like. Ich weiß allerdings nicht, ob das eine gute Idee ist, dass es hier unten rausguckt. Aber naja, hoffen wir mal. So, die erste große Raffinerie läuft. Die zwei Basics kann ich dann ausschalten. Oh, stimmt, da fallen ja Kisten raus. Da war ja was, da fallen ja jetzt Kisten raus. Die zwei kommen weg. Ich lasse die große Raffinerie laufen, weil die hat eine Yield von 80%, nicht mehr nur 60%. Und eine Raffiniergeschwindigkeit von 25% statt 7%. Das macht das Ganze schon ein bisschen angenehmer. Dann baue ich die zwei Assembler da vorne. Und dann mache ich noch die zweite Raffinerie und Module. Jetzt mache ich das zuerst. So, die hier geht direkt mal in Kooperativ-Modus. Und vielleicht, wenn er gute Laune hat, produziert er mit. Oder auch nicht. Aber warum nicht? Aber warum nicht? Weil die nicht miteinander verbunden sind. Wait a minute. Oh. Ja. Die sind nicht mehr miteinander verbunden. Das ist ja gar nicht gut. Gut, dass ich das jetzt bemerke und nicht dann, wenn es zu spät ist.
Aber ja, die sind gar nicht mehr miteinander verbunden. Moment, ich muss hier wieder eine Verbindung herstellen. Weil ursprünglich waren die mal verbunden. Wie war das verbunden? Ich weiß es gar nicht. Ach, über den Connector, der hier hinten war. Aber hier ist ja gar keiner mehr. Deswegen ist das nicht mehr verbunden. Oh no. Wait a second, ich fix das. So, jetzt ist wieder alles verbunden. jetzt sieht das dann auch nicht mehr ganz so kacke aus mit den Montageanlagen. Na komm, schweiß das. Weil wenn die geschweißt sind, kann ich... die andere hinten lasse ich die im Moment noch dran. Also ich gehe davon aus, wenn ich was Größeres baue, brauche ich 4, 6, 8 Stück von denen. Dass ich einigermaßen an die Geschwindigkeit einer großen rankomme. Weil die sind halt doch entsprechend langsam. Sagen wir so, sie sind entsprechend langsam. Okay, der noch nichts produziert hat, ist der andere im Koop-Modus. Das heißt, ich nehme den da, gehe in mein Werkzeug und stelle mir einfach mal einen Satz Stufe 2 Werkzeug her. Weil das geht mittlerweile, weil ich habe Silber. Yay! Und das seht ihr mit, ihr wisst was, wie unfassbar langsam das dauert. Wie unfassbar langsam das dauert. Wie lange das braucht. Wie langsam das herstellt. So, jetzt hier, Deutsch. Kann ich nicht mehr. Ist aus. Aber ich habe nun ordentliches Werkzeug. Hätten wir das Problem mal gelöst, dann kommt hier jetzt noch eine zweite Raffinerie hin. Dann ist auch das mit dem Raffinieren nicht mehr das Problem. Wieso zweimal? So, 3 Assembler, die mit der Geschwindigkeit arbeiten, ist besser als einer. Ich glaube, jetzt kommen wir einigermaßen an einen normalen vollwertigen ran. Gerade so. Heißt aber auch, mein ganzes Grid wird schwer. Richtig? 66 Tonnen, ich habe noch 15 Minuten Strom. This is not good. Das ist überhaupt nicht gut. Ich muss mich gleich um das Stromproblem kümmern. Wieso produziert ihr nicht weiter? Ich habe kein Eisen mehr. Oh no. Kein Eisen mehr heißt auch... ich kann nichts zur Stromproduktion herstellen. Ich hole mal kurz 1, 2, 3 Inventare Steine und korrigiere das aus. Okay, Steine holen hat überhaupt keinen Wert. Ich muss Eisen finden. Jetzt kommt aber das große Problem. Es ist stockdunkel. Ich sehe gar nichts. Das heißt, ich kann jetzt einfach nur hoffen, dass mein Arztdetektor in den nächsten Minuten etwas einsammelt. Und unter Vollgas habe ich 8 Minuten Strom. Das wird eng. Das wird sau eng. Yep, ich habe da gerade Eisen gesehen. Wo ist es? Da. Okay. Ich muss etwas Eisen besorgen, dass ich mir etwas mehr Strom besorgen kann. Weil das ist eigentlich momentan jetzt mein Hauptproblem. Strom. Okay, 2 Raffinerien fertig. Ich kann Material produzieren und ins Loch fallen. Das wollte ich nicht. Das heißt, ich kann aber jetzt was platzieren, um Strom zu produzieren. Das heißt, die Lichter hier kommen weg. Ich erzähle euch auch gleich, warum. An diese Stelle kommt nämlich Hydrogen Engine. Zweimal. Genau, die produzieren nämlich mehr als fleißig. Und dann sollte auch das Thema Strom fast wieder erledigt sein. Vorerst. Weil was mir nämlich kam, wenn ich es richtig weiß, hat das ganze Ding nur diese Mini-Batterien. Und nirgends eine große. Das heißt, ich sollte dem Teil im Grunde eine große Batterie verpassen. Die bringen in diesem Modpack immer noch nur 500 kW. Das Stück. Aber das mal 1 Megawatt Stromproduktion ist mal kein Weltuntergang. Okay, hätten wir das auch. Das heißt, es fehlt nur noch Strom. Und für Strom bin ich glatt im Überlegen, ob ich diese Medium Batteries baue. Da könnte ich nämlich da, wenn ich die hier wegmache, mal 2 Stück reinschieben und dann hätte ich mal zumindest vorübergehend ein bisschen Strom. Sehe ich das richtig? Ich denke, sind die irgendwo? Ja, die sind da. Ganz hübsch. Ich glaube, die sind ganz hübsch. Die sind auch nicht riesig. Sind aber definitiv eine Ecke günstiger als große Batterien und ein bisschen einfacher zu verpacken. Zack, eine Batterie.
1250 kW. Ach Quatsch, was laber ich? Maximale Leistung, ja. Aber 320 Kilowattstunden. Also das ist ein Drittel große Batterie. Es ist aber auch nur ein Drittel so groß. Von daher denke ich, ist das ganz okay. Aber dann ist auch das Stromproblem mal vorerst gelöst. Und da würde ich mal sagen, bedanke ich mich für heute, für die erste Folge, fürs Zusehen. Und hoffe, ihr habt Spaß an der blöden Idee, die ich hier habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut, haut rein. Bis dann und tschüss.